Mama, wir wollten doch schon lange mal mit dem Zug fahren. Das stimmt. Das könnten wir doch heute Nachmittag machen. Ich schaue gerade noch nach einer Zugverbindung. Ah ja, das passt. Wir können nachher gleich los. Juhu! Fahren mit der Eisenbahn. Wir müssen da am Automat noch eine Fahrkarte kaufen. So, hier oben kommt der Geldschein hinein. Und da unten müsste gleich unser Rückgeld und die Fahrkarte rauskommen. So, wunderbar. Auf welchem Gleis fährt unser Zug? Da drüben? Oder hier? Hier, direkt vor uns. Das ist Gleis 1. Bitte steht nicht so weit vorne, das ist gefährlich. Wenn ein Zug kommt, könnte er euch mitreißen. Da kommt schon der Zug. Wir steigen hier ein. Schnell, da sind noch gute Plätze. Wartet, man lässt immer erst die Fahrgäste aussteigen. So, jetzt könnt ihr euch einen Platz aussuchen. Ich möchte hier sitzen. Zugfahren macht Spaß. Die Fahrscheine bitte. Hier bitte. Okay, alles klar. Gute Weiterreise. Danke. Da sind ja Kühe. Ja, schön. Wieso hält denn der Zug mitten auf der Strecke? Ich weiß auch nicht. Am besten wir machen mal das Fenster hoch und schauen nach. Da vorne sind Kühe auf dem Gleis. Na hoffentlich hat der Zug keine Kuh angefahren. Wann geht es denn endlich weiter? Keine Ahnung. Mama, mir ist langweilig. Gehen wir jetzt Eis essen, Mama? Ja, auf zur Eisdiele. Setzen wir uns hier hin? Ja, das ist ein schöner Platz. Hallo zusammen, was darf ich euch bringen? Ich möchte bitte ein Himbeereis. Und ich Vanille, bitte. Und für mich bitte ein Schokoeis in der Waffel. Alles klar, kommt sofort. Lecker. Meins ist auch sehr gut. Sehr fein. Jetzt fahren wir mit dem nächsten Zug wieder zurück. Okay. Schaut mal, der Zug steht schon da. Schnell, rennt! Oh nein, wir sind zu spät gekommen. Ach herrje, und das war auch noch der letzte Zug für heute. Was sollen wir denn jetzt machen? Hallo! Schaut mal, da ist Onkel Overbeck. Hallo, was macht ihr denn hier? Der letzte Zug ist uns gerade vor der Nase weggefahren. Ich muss nur noch schnell tanken. Dann fahre ich nach Hause. Ich könnte euch mitnehmen. Ja, hurra! Zugfahren macht Spaß. Aber Polizeiautofahren ist noch besser. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch.
und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst.